Scheiße. So. Wie geht's denn hier hin? Ist das der richtige Weg, oder? Wo müssen wir denn so richtig hin? Da runter. Ah, ich gehe einfach hier weiter. Das wird wohl schon der richtige Weg sein, hoffe ich mal. So. Das elende Gerumpel hier immer in diesen Dwemer. Scheißgeräten. Warum müsste es denn so weit weg sein? Hätten wir uns nicht einfach in demselben Büro schleichen können und dann einfach wieder raus? Nein, das muss Kilometer weit weg sein. Also wie viele sind denn dort am Start? Sind ja übelst viele hier. Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Hallo, wer ist da? Was war das? Na? Scheiße. Komm, stirb. So viele, ey. Ach, die liegen aber nicht da. Schön aufgereiht. Schlüssel brauche ich nicht. Eisenpfeil nehme ich noch mit. Mal hier, Gold, Schlüssel, Eisenpfeil. Nix weiter. Ist ja echt doof eigentlich. Aber an denen kommt man halt garantiert nicht vor. Und die greifen einen halt auch direkt an, ne? Das ist nicht so, dass die wie die Stadtwachen. Nee, nee. Die wollen's wissen. So. Gucken, wie viel jetzt hier noch von diesen Säcken kommen. Haben wir es jetzt geschafft? Da ist noch einer. Ja doch, da sind noch. Was? Bei den Göttern! Hier drüben! Schnell! Aus eurem Fell mache ich mir einen schönen Teppich, Kätzchen! Und... Moin. Also im Fell mache ich mir einen schönen Teppich, Kätzchen. Na, ah, da. Was ja auch scheiße, das war doch jetzt wieder irgendein ein Typ. Ätzend einfach. Das war jetzt wieder ein Typ mit Name. Ah. Ich will eigentlich keine Leute mit Namen töten. Gut, der hat nichts ausgehalten. Da kommt noch einer. Hält ein bisschen mehr aus, aus dem Bogenschütze. Wir sind verloren! Rückzug! Wir sind verloren! Rückzug! Alter, jetzt wie schieße ich direkt daneben. Komplett daneben. So. Gold. Nix weiter. Was hat der? Auch. Nee, warte, das war doch falsch. Der hier hat Stahlpfeil, Gold, Eisenpfeile.
so scheiße. Doppeltes Geheimnis. Ob man denn auch... also ich weiß es jetzt nicht. Ich bin jetzt einfach mal so auf Teufel komm raus hier losgerannt. Kann man denn auch irgendwie... Also klar, wenn das Überreden klappt oder so, dann kriegt man bestimmt von dem Hilfe, kann ja einfach rein und so. Und wenn das nicht klappt, kann man dann trotzdem mit dem, dass ich hier irgendwie rein, ohne die töten zu müssen oder so? Weil das ist ja schon irgendwie so ein bisschen doof, finde ich. Also gefällt mir nicht so. Dass ich jetzt hier durch musste und die Leute töten. Also musste ich ja nicht zwingend doch warten können und schauen, ob ich so irgendwie reinkomme, aber... Aber ob das klappen würde, hoch. Auf der anderen Seite hoch, oder was? Aber hier kann ich nicht hoch. Muss ich nach außen rumlaufen extra, oder was? Hallo? Ist hier jemand? Ne, ist niemand. Das ganze Zeug stehlen. Will ich aber ja nicht. Gut, jetzt Wemer. Aber vielleicht noch irgendwelche Lehrbücher hier. Ah ja, das ist ein Lehrbuch. Schwere Rüstung, ja super, das bringt mir nicht wirklich viel. Und das war's. Gut. Dann können wir hier mal lesen, was hier abgeht. Dir fehlen die nötigen Gegenstände, eine Kopie bringe. Kopiere die Inschrift. Papierrolle? Noch irgendwas? Holzkohle, schätze ich mal, ob das reicht. Ah ja. Kehre zu Endtier zurück. Oh, scheiße. Du komm auf den Wachen rein, ist klar. Hallo? Wer ist da? Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Ist da jemand? Und raus hier. Balkon des Zaubererturms. So. Kann ich mich von hier schnell reisen? Dann mache ich mich nämlich jetzt mal hier vom Acker. Von der Acker. Wo müssen wir denn hin? Was? Wo muss ich denn hin? Bring. Kehre zu Endtier zurück. Der ist doch drüben. In Winterfeste, nicht? Schnellreisen ist von diesem Ort aus nicht möglich. Okay. Ach, verdammte Axt, ich komme ja nie raus. Echt jetzt? Ah, hier kam er runter, okay. Oh Gott, das ist ja... Das geht bestimmt schief. Wenn ich jetzt hier... Oh ne, geht gut. Aber bei jemandem ist es schon mal schief gegangen. Der hat gedacht, das klappt. Gold. Gold. Hihihi. So. Zack. Und jetzt schnell reisen. Jetzt müssen wir auch hinüber, das passt. Tsching, Winterfeste. Yep, ab geht's. So. Und dann übersetzen wir das gute Stück mal, mein Freund. Ja, keine Ahnung, um diese Wachen, das ist mir nicht schade, um den einen Typen, der einen Namen hatte. Der hätte auch so einen besonderen Schlüssel. Das ist bestimmt ein Schlüssel zu einer Zwergenruine, könnte ich mir vorstellen. Und dann gab es Besteller. Würde der einem bestimmt eine Quest geben? Wo er einem den Schlüssel gibt und wo man dann aus der Zwergenruine irgendwas holen muss. Wenn ich zufällig eine neue Runde bringe, könnte er gleich weitergehen. Nee, wo muss ich denn hin?
Die Magier lassen uns nicht in die Akademie rein. Sie sagen, dass es da drin nicht sicher ist. Keller. Macht denn der im Keller? Ach ja, da ist mit der wieder da, was? Kalia am Start. Wie ging es unserem Freund Kalze? Gab es sonst noch was? Damit muss es das übersetzen können. Es wäre unangemessen, euch zu fragen, wie ihr das bekommen habt. Also lasse ich es lieber. Ein Steinabrieb also. Seltsam. Ich hatte Notizen erwartet. Das ist eine lange Geschichte. Ich verstehe. Jetzt lasst mich einmal einen gründlichen Blick darauf werfen. Hier drüben bitte. Hier drüben bitte. Hier drüben bitte. Hallo, hallo. Die Falma, eine Studie. Das ist faszinierend, aber auch sehr beunruhigend. Es sieht so aus, als hätte Gallus schon monatelang Zweifel an Mercer Freys Loyalität gegenüber der Gilde gehabt. Gallus hatte begonnen, einen übermäßig üppigen Lebensstil und die Ausgabe großer Summen Goldes für Privatvergnügen aufzudecken. Steht in dem Tagebuch, woher sein Reichtum stammte? Ja, Gallus scheint sicher zu sein, dass Mercer unbemerkt Gelder aus der Schatzkammer der Gilde abgezogen hat. Der Sack. Sonst noch etwas, Entier? Irgendetwas über die Nachtigallen? Ja, hier ist es. Die letzten paar Seiten scheinen das Versagen der Nachtigallen zu beschreiben, wenn auch nur in groben Umrissen. Gallus erwähnt außerdem wiederholt seine feste Überzeugung, dass Mercer etwas entweiht hat, das man das Dämmergrab nennt. Die Schatten mögen uns schützen. Dann stimmt es also. Ich kenne das Dämmergrab nicht. Was ist das? Was hat Mercer Frey getan? Ja, was ist das? Es tut mir leid, Entier. Das kann ich nicht sagen. Wichtig ist jetzt, dass wir eure Übersetzung sofort an die Gilde übermitteln. Lebt wohl, Entier. Mir fehlen die Worte um. Schon gut, Kalia. Ihr braucht kein Wort zu sagen. Sprich mit Entia. Hört zu, ich will nur, dass die Gilde die Wahrheit erfährt. Sie haben Kalia akzeptiert und sie hat etwas Besseres verdient. Tut, was ihr könnt. Ihr tut mir damit einen persönlichen Gefallen. Dankeschön. Wenn ihr je an der Akademie zugelassen werdet und Schwierigkeiten habt, gestohlene Waren loszuwerden, dann kommt mich besuchen. Ich habe gelegentlich schon mit fragwürdigen Gegenständen zu tun gehabt und ich werde sehen, was ich tun kann. Alles klar. Jetzt mit Kalia sprechen. Wir müssen nach Rifton eilen, bevor Mercer der Gilde noch mehr schaden kann. Erzähl mal, also was Demokrat. Ihr seid schon so weit gekommen. Da wird es nichts schaden, wenn ich das nicht länger vor euch geheim halte. Das Dämmergrab ist der Tempel von Nocturnal. Das ist der Ort, den die Nachtigallen geschworen haben, mit ihrem Leben zu verteidigen. Warum das? Alles, was für Nocturnals Einfluss steht, befindet sich in den Mauern des Dämmergrabs. Jetzt hat Mercer offenbar seinen Eid gegenüber Nocturnal gebrochen und das besudelt, was er zu schützen geschworen hatte. Cool. Das passt aber irgendwie nicht. Das habe ich auch gedacht, als Gallus mir zum ersten Mal davon erzählte. Ich glaube, mit der Zeit werdet ihr verstehen, was ich meine. Wenn alles weniger geheimnisvoll wäre, würde ich es besser verstehen. Auf das Dämmergrab Verschwiegenheit geschworen. Ich weiß, dass die Gilde Vertrauen nicht gerade fördert, aber ich muss euch dennoch bitten, mir weiter zu vertrauen. Na schön. Ich gehe nach Rifton und erkunde die Lage. Vielleicht finde ich heraus, was Mercer vorhat. Okay. Wenn ihr soweit seid, trefft mich in der zersplitterten Flasche. Alles klar. Bis dahin möchte ich euch dies hier geben. Es hat Gallus gehört, aber ich glaube, unter diesen Umständen wäre er einverstanden. Ich werde es gut einsetzen. Wenn die Gilde keine Vernunft annehmen will, dann müsst ihr das vielleicht. Ihr nehmt mich und mein Angebot beim Wort, was? Gut. Was habe ich gekriegt? Waffe. Klinge der Nachtigall. Absolviert 5 Gesundheit und 5 Ausdauerpunkte pro Sekunde vom Ziel. 12 Schaden. 12 Schaden.
Können wir das hier F weg und das hier F hin. Die ist ziemlich gut. Die Verzauberung ist echt nice. Gefällt mir. Hey Kumpel. Ich habe Münzen. Können wir gleich mal eine Runde handeln. Mal sehen, ob wir uns einigen. Gucken, was wir haben. Ja, das kannst du haben. Bergblume, Magierrobe kannst du haben. Das kannst du haben. Das kannst du auch haben. Redekunst auf 28. Fellflöte kannst du haben. Frostbistgift auch. Das verschlüsselte Tagebuch behalte ich mal noch, bis ich das alles fertig habe. Goldene Halskette, goldener Ring, goldener Ring. Handangriffe verursachen 15% erhöhten Schaden. Nice. Kräutersammler kannst du haben. Kaiserlichen Boden drücke ich dir auch noch in der Hand. Was haben wir denn noch so? Klingt der Nachtigall, Knoblauch, Knochenmehl. Kalk, orkischer Bogen, orkische Kriegsaxt, die bräuchten wir auch nicht mehr. Rolle Ruf der Waffen kannst du haben. Silbererz, Silber der Saphir-Eiskette. Habe ich jetzt zwei davon, okay. Kannst du den Ring noch haben? Silberring noch. Stulpenstiefel, wann habe ich die denn mitgenommen? Weiß ich gar nicht mehr. Einhandwaffen, Tragfähigkeit, Bögen, Ausdauer, Frostresistenz. So viel Scheiß hier am Start. Ziegenbein, das kann weg, das brauche ich nicht. Bei Weil. Zwergenschwert. Zwergenstiefel. Ja, was soll's, die 10 Gold. Das Zwergenschwert hänge ich mir dann in der Wand. Von mir, wenn ihr sie seht. Hallo! Die Magier lassen uns nicht in die Akademie rein. Sie sagen, dass es da drin nicht sicher ist. Eirt. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr... Eirit. Eirit, die. Wir haben vielleicht nicht so viel zu bieten wie... Geh doch mal aus dem Weg. Aber wir tun alles, um euren Aufenthalt zu... Dann müssen wir jetzt wieder nach Riften und dann treffen wir uns dann dort mit Carlia. Und ab geht's. Ist jemand da? Na? Wenn Feinde in der Nähe sind? Ja, alles klar. Hallo Drachi. Schön dich zu sehen. Oh Mann. Komm. Mach doch keinen Mist, Drachi. Verbrenn doch mal nicht die ganzen Leute, mein Gott. Was soll denn das? Ach Mann. Ach, du bist ein Kloppi. Ich hoffe, es sind nur Stadtwachen, oder? Dann geht's ja. Wie die da hängen, Pfeil und Bogen. Nehmen wir dabei mal noch die Schneebären mit her. Ist er da hinten gelandet? Hey, lass mir bloß mein Pferd in Ruhe. Kollege. Volltreffer. Oh, er hat noch eine Wache getötet. Das nehmen wir mit. Das andere Zeug interessiert mich nicht. Oh, was ist passiert? Hat hier noch jemand getötet? Nee. Oh, was ist passiert? Ein Drache ist passiert, mein Freund. Wieder mal. Drecksviech. Wusch. Stahlpfeil, Drachenknochen, Drachenschuppen, Gold, Eisenpfeil. Diesmal hat er nur einen dabei gehabt von jeder. Keine Lust gehabt, irgendwie mehr zu droppen oder was? Alter Langweiler. Oh,
Der Drache, der ist so leer. So. Darf ich jetzt nach Riften reisen? Riften reisen? Yep. Ich möchte das bitte. Bitte helft mir. Ich werde meine Arbeit bei der Fischerei verrichten. Bitte helft mir. So, dann ab. Ach ne, das ist der Bienenstich. Das ist falsch, das ist falsch. Entschuldigt, aber ich... Wieder raus, ja. Wo müssen wir denn hin? Ach so, in die zersplitterte Flasche. Ach, jetzt hat die mich total verwirrt. Die kann ja nicht einfach in die Diebesgilde gehen, wenn... Die weiß doch gar nicht, ob die der wieder glauben und so. Aber naja, gut, scheinbar kann sie schon. Muss man mal schauen. Wie sich das jetzt gibt. Übster Krieg jetzt hier unten, die Metzeln alle tot. Töten, yeah! Hallo! Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ja, ich schön. Ich glaube, einige argwöhnen bereits, wer ich bin. Seid ihr bereit, der Gilde entgegenzutreten? Ja, Mann, geht los. Gehen wir. Haltet die Augen offen. Ich bin nicht sicher, was uns erwartet, wenn wir die Zisterne betreten. Alles klar. Folge Kalia. Lauf doch. Hallo? Lauf, 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 lauf. Schneller. Renn. Renn doch. Oh Mann. Komm schon. Schneller. Die lässt sich Zeit. Den Bogen von der würde ich gerne haben. Der sieht ziemlich cool aus. Zersplitterte Flasche Zisterne. Ab geht's. Da ist Mercer. Einen verdammt guten Grund haben, hier bei diesem Mörder zu sein. Bitte nein, Brynjolf. Damit wir reden können. Nicht Mercer. Ich habe den Beweis, dass ihr alle hintergangen worden seid. Keine Tricks, Kalia, oder ich töte euch auf der Stelle. Wie sieht denn dieser sogenannte Beweis aus? Ich habe Gallos Tagebuch. Ich glaube, ihr werdet seinen Inhalt als verstörend empfinden. Mal sehen. Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht stimmen. Doch, doch, so doch, lang. Mein Freund, es stimmt. Es ist wahr, Brynjolf. Jedes Wort. Mercer hat die Gilde seit Jahren bestohlen. Direkt unter eurer Nase. Es gibt nur eine Möglichkeit herauszufinden, ob sie die Wahrheit sagt. Delvin, ihr müsst die Schatzkammer öffnen. Wartet nur einen kurzen, gesegneten Moment, Brynn. Was steht in diesem Buch drin? Brynn. Da steht, dass Mercer uns seit Jahren bestiehlt. Gallus kam ihm auf die Schliche, bevor man ihn ermordet hat. Wie konnte Mercer eine Schatzkammer öffnen, für die man zwei Schlüssel benötigt? Das ist unmöglich. Hat er sich den Weg freigehackt? Diese Tür hat die besten Schlösser, die es für Geld zu kaufen gibt. Die kann man nicht aufbrechen. Er brauchte das Schloss nicht aufzubrechen. Wovon spricht sie da immer? Benutzt euren Schlüssel für die Schatzkammer, Delvin. Wir öffnen sie und finden die Wahrheit heraus. Tja. Kann er durch Wände gehen, oder was? Ich hab's mit meinem Schlüssel versucht. Aber die Schatzkammer ist noch immer so fest verschlossen wie die Rezeptschatulle des Feinschmeckers. Probiert jetzt mal euren. Die Tür ist doch auf. Was ist denn das für ein Käse? Auf. Weg. Stahlstreitkolben liegt noch da. Tja, vielleicht geht's ja deswegen der Gilde so schlecht. Steine. Alles fort. Alles fort. Ich bringe ihn um. Vex, leg das weg. Sofort.
Wir dürfen nicht den Kopf verlieren. Wir müssen uns beruhigen und konzentrieren. So sieht's aus. Tut, was er sagt, Vex. Das ist jetzt nicht gerade hilfreich. Schön. Wir machen es auf eure Art. Vorerst. Davin, Vex, behaltet die zersplitterte Flasche im Auge. Wenn ihr Mercer seht, sagt es mir. Nehmt euch einen Stuhl und ein Getränk. Okay. Mach ich. Vielleicht. Bevor ihr bei der Suche nach Mercer helft, muss ich wissen, was ihr von Kalia erfahren habt. Alles. Okay, dann lass uns.